Sie sind in einer Art Schweigespirale, sie wollen sich nicht unbeliebt machen und haben Angst, die Approbation zu verlieren. Es gibt auch sogar Gerichtsentscheide, dass die Impfung Autismus verursacht hat, und zwar in den USA, sowohl als auch in Italien. Die DDR hatte, ich glaube, Impfzwang für 11 Impfungen, die BRD nicht. Und die DDR hat sich in impfpräventablen Krankheiten auch nicht besser entwickelt als die BRD, wo Impfungen freiwillig waren. Die machen sich die Gedanken wegen einer Fritteuse, die 100 Euro kostet. Da habt ihr den besten Marktüberblick, mein Nachbar. Kann sagen, diese Nachteile, da frage ich mich, warum soll das nicht bei Impfungen gehen? Zumindest kann man eine Plausibilitätskontrolle machen. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass da vieles nicht so klar ist. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich melde mich hier aus Kampala, aus Uganda, wieder mit einem sehr spannenden Thema. Also eigentlich habe ich ja den Klimawandel immer sehr viel behandelt. Das ist ja schon ein sehr emotionales Thema. Aber was noch viel, viel emotionaler behandelt wird, welches Thema, das ist das Thema Impfen. Im März kommt jetzt ja auch die Masernimpfpflicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich lade mir einfach mal einen Experten ein, der sich damit auskennt. Und da habe ich mir den Björn Zettler eingeladen. Erstmal hallo Björn, schön, dass du hier bei mir im Interview bist. Hallo Jens. Björn, ich will dich mal ganz kurz vorstellen. Du bist 39 Jahre alt, du bist eigentlich Volkswirt, du bist auch wie ich Anhänger der österreichischen Schule. Das ist für mich halt immer so ein Zeichen dafür, dass der Mensch in der Lage ist, ja Fakten zu überprüfen, mit Logik daran zu gehen. Obwohl du Volkswirt bist, gibst du auch immer viele Vorträge zum Thema Impfen. Und da ist jetzt meine erste Frage: Du als Volkswirt, wie ist es gekommen, dass du dich mit dem Thema Impfen so groß beschäftigt hast? Ja, das muss 15 Jahre her sein. Da hat meine Frau angefangen, Impfungen zu verweigern. Wir haben erst drüber gesprochen, es war so ein bisschen schleichend. Und dann angeblich den Impfpass vergessen. Und später hat sie gesagt, sie will nicht mehr impfen, weil sie gelesen hat, dass da irgendwelche giftigen Inhaltsstoffe drin sind in diesen Impfungen. Ging dann bestimmt 1-2 Jahre so und dann haben wir uns mal gestritten. Ich war für die Impfung und sie dagegen. Und ich habe gesagt, Mist, wir überprüfen das mal und ich überprüfe es mal und dann treffen wir eine Entscheidung. Und da habe ich, wie man als Wissenschaftler eigentlich rangeht, einfach mal gucken wollen, wie hoch sind so die Risiken dieser Krankheiten, gegen die man impft, wie hoch sind die Risiken der selbst und wie groß ist der Nutzen. Und zunächst einmal hat mich gewundert, dass man das gar nicht so einfach präsentiert kriegt. Ich dachte, da geht es zum Koch-Institut und die schreiben dir die Zahlen schon hin. Die Zahlen gibt's, aber vieles ist mit Unsicherheit behaftet und in das Thema einsteigen, um so eine Entscheidung zu treffen, ja, Kosten-Nutzen-Analyse sozusagen. Und da habe ich irgendwann Spaß dran, das als mein zweites, drittes, viertes Hobby erklärt und bin recht tief eingestiegen und habe mich letztendlich gegen die Impfung entschieden, insbesondere gegen die Masern. Jetzt nochmal zum Verständnis, die Impfung, über die du jetzt sprichst, das sind die Impfungen, die ja, die euch betreffen, deine Frau und dich, und nicht, du bist ja auch Familienvater, nicht deine Kinder. Deine Kinder, die waren da noch nicht auf der Welt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also sowohl als auch eigentlich. Im Rahmen dieser Recherche über die Risiken und Nebenwirkungen von Impfungen kommt man natürlich zwangsläufig zur Frage, ist man eigentlich in dem Sinne impffähig oder gehört man zu einer Gruppe, die auf Impfstoffe vielleicht etwas heftiger reagiert, will ich mal sagen, als der Durchschnitt? Natürlich immer so eine Frage, die dann aufkommt. Aber generell die Frage natürlich,
Impfungen für uns und Impfungen für die Kinder auch. Okay, jetzt was du sagst, so wie reagiert man da drauf? Da wird jetzt natürlich ein Impfbefürworter sagen, ja, es gibt doch das Paul-Ehrlich-Institut, die Impfstoffzulassung, die machen das doch ganz genau. Was würdest du da entgegnen? Gut, da kann man zwei Sachen sagen. Zum einen ist es so, man muss sich ja mal wie werden bei den Zulassungen überhaupt die Sicherheit von Impfungen, wie werden die Nebenwirkungen bewertet? Und da gibt es eine Veröffentlichung des Paul-Ehrlich-Instituts, wo das Institut für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, wie hoch müsste denn so eine Gruppe, eine Studiengruppe sein, um eine Aussage über Nebenwirkungen. Und da kann man sich die Tabelle ansehen, das ist eine statistische Sache, da geht es einfach darum, man hat beispielsweise, wie im Goldstandard, eine Gruppe abreicht man einen Wirkstoff, zum Beispiel eine Impfung, und eine andere Gruppe, die kriegt ein Placebo. Ja, jetzt haben wir schon das erste Problem, bei den meisten Impfungen gibt es keine Placebo. Das heißt, man macht bei den Zulassungsstudien keine Gruppe, also es gibt bei den Zulassungsstudien von den meisten Impfstoffen keine Gruppe, die hält. Ja, und das ist eigentlich, man sagt, der Goldstandard in der Medizin, der ist da verletzt. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, um beispielsweise zu schauen, die den Wirkstoff erhält, eine Nebenwirkung einmal pro 1000 Studienteilnehmer häufig hervorkommen, braucht man Studienteilnehmer in der Wirkstoffgruppe. Das haben wir bei keiner Impfung erfüllt. Das kann sich jeder selbst ansehen, ruft einfach die Fachinformationen der Impfstoff erhältlich und schaut mal, wie groß die Studiengruppen bei der Zulassung der Impfung sind. Da kommt keiner annähernd auf 18.000. Also ist eine Aussage, ob es denn neben der Zulassungsstudien gibt, die häufiger oder so häufig einmal pro 1000 in der Impfstoffgruppe häufiger sind als in der Gruppe, die eine Placebo sind gar nicht möglich, ja, um da mal ein Größenverhältnis zu zeigen. Wir haben ungefähr 750.000 Geburten in der BRD pro Jahr und das Jahrgang, der geimpft werden soll, sind ungefähr 750.000 Kinder. Wenn ich jetzt eine Nebenwirkung, die einmal auf 1000 vorkommt, nicht messen kann, zu klein sind, weil könnte es sein, dass eine schwerwiegende Nebenwirkung die 750 Kinder pro Impfjahrgang betrifft, überhaupt gar nicht. Ja, dann kommt es halt zu schweren Schäden, aber man kann sie nicht auf die Impfung beziehen, weil die Zulassungsstudien da einfach viel zu klein sind. Das ist ein sehr entscheidender Nachteil und so kann man die Sicherheit im Rahmen der Zulassungsstudien erstmal gar nicht beurteilen. Okay, jetzt lass uns nochmal auf diese Placebo-Studien drauf eingehen. Du sagst, das ist ja Goldstandard. Jetzt habe ich gelesen, ich habe einen Vortrag bei YouTube gesehen von einem, der damals beim Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet hat, der sagt, es gibt zwar Placebo-Studien, aber bei diesen Placebo-Studien wird der Vergleichsgruppe, werden auch die Adjustanten oder Adjuvanten gespritzt, aber ohne die Antigene. So, also, und da kommt es dann halt viel zu Autoimmunreaktionen. Vielleicht kannst du noch mal genauer ausführen. Ist das so? Oder? Also gut. Ja, ein bisschen. Okay. Es gibt bei einigen Impfstoffen, das sind Totimpfstoffe. Also man muss es vielleicht mal kurz erklären, sonst wird das Thema nicht verstanden, denke ich mir. Impfstoffe, da ist der Erreger, der in dem Impfstoff vorhanden ist, lebt nicht. Und unser Immunsystem, so die Thesen, ist so schlau, dass sie den toten Erreger nicht als Bedrohung ansieht. Das Immunsystem erkennt, das ist für mich keine Bedrohung. Ich kann ich mein Immunsystem hoch zu regulieren und eine Gegenabwehr zu bilden und ein Immungedächtnis zu bilden. Und deswegen braucht man für diese Art Impfstoff, man nennt das Adjuvans. Und an Adjuvans, was häufig eingesetzt wird, ist zum Beispiel Aluminiumhydroxid. Ja, nun ist Aluminium als Nervengift
bekannt. Das wird auch wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, tatsächlich nennt man das Dirty Little Secret. Man weiß nicht genau, wie das funktioniert, warum das Immunsystem von Aluminium anspricht. Der Impfung wird Aluminium beigesetzt und das Immunsystem reguliert hoch und soll, so die Theorie, wenn man nicht tot ist, so gut, wie soll ich sagen, profilen, dass das Immunsystem später auf den lebenden Erreger reagieren kann mit einer Abwehr. Und es gibt eine löbliche Ausnahme von den Placebo-Kontrollen. Da steht auch tatsächlich in der Fachinformation des Impfstoffes, oder zwei löbliche Ausnahmen eigentlich, steht Placebo-kontrolliert. Aber das Placebo war das Adjuvans, und das Adjuvans Aluminium ist als Nervengift verschrien und auch um die meisten Nebenwirkungen eigentlich zu verursachen. Das heißt, man hat eigentlich nur ein Pseudo-Placebo. Man hat den Leuten statt Salzwasser oder sonst was, hat man denen das Placebo gespritzt, was vermutlich die meisten Nebenwirkungen auslöst. Und da gab es auch ein Interview mit der Leiterin, das war die Diane Harper, eine amerikanische Medizinprofessorin, die hat gesagt, ich habe auf das Studiendesign leider keinen Einfluss gehabt. Das ist verhandelt mit Behörden und dem Pharmakonzern Merck. Und die US- und die europäischen Behörden hätten eigentlich nur auf eine Salzwasserkontrolle müssen. Sie haben es aber nicht getan. Man hätte eine gebraucht, so hat es sich ausgedrückt. Okay. Wenn aber das Zulassungsverfahren nicht wissenschaftlichen Standards entspricht, wie du schon gesagt hast, da gibt es nicht den Goldstandard mit richtigen Placebo-Tests. Wie kann es dann sein, dass diese Impfstoffe trotzdem zugelassen werden? Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und in vielen anderen Ländern? Ja gut, da kann man jetzt ein bisschen drüber spekulieren, warum das so ist. Also aus der Sichtweise der österreichischen Schule wird man sagen, das ist das ist eigentlich Kooperatismus. Der Staat hat den Konzern, den Hof, und der Konzern nutzt den Staat. Es ist schwer zu begründen. Also es ist bar jeglichen Verstandes, warum Kontrolle gemacht wird, insbesondere dann, wenn ja die Behörden weltweit eigentlich die Behauptung aufstellen, wir machen deswegen keine Placebo-Kontrolle, wir den, die eigentlich das Placebo bekommen müssten, nicht den Impfschutz, ja, absprechen wollen, da nicht geben. Ja, das ist natürlich ein Zirkelschluss. Wenn man keine Placebo-Studien macht, ist der Impfschutz, die Wirkung eigentlich auch noch nie wirklich wissenschaftlich nachgewiesen worden. Also als Begründung nehmen. Ja, man müsste es ja mal irgendwann wissenschaftlich nachgewiesen haben, und dann könnte man ja sagen, okay, der Impfschutz besteht, weil wir haben es wissenschaftlich nachgewiesen. Aber das tut man eben nicht. Es ist für mich eine Argumentationslinie, die eigentlich keiner kritischen Prüfung standhält. Ja, aber jetzt hast du gerade die Wirkung angesprochen. Man hört ja immer wieder, dass viele Krankheiten gerade wegen der Einführung der Impfung, weil dann auch wirklich sehr viel geimpft wurde, jeder Arzt empfiehlt einen das. Ich höre es auch immer wieder bei mir aus dem Bekanntenkreis, dass wenn Mütter werden teilweise direkt im Kreissaal zu den ersten Impfungen oder zu irgendwelchen Sachen da gedrängt. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Insofern, was sagst du dazu, zu der Wirkung, dass eigentlich, ja, wie gesagt, man hört ja immer Masern, Röteln, Mumps und so weiter, sind gerade wegen den ganzen Impfungen immer weniger geworden? Ja, das ist für mich weit verbreiteter Irrglaube, dem ich auch anheimfiel damals. Also man muss sich ja die Frage stellen, als Impfling, des Impflings, warum impfe ich denn überhaupt? Ja, nehmen wir Beispiel Tetanus. Kein Mensch oder fast kein Mensch hat jemals einen Tetanus erlebt. Wir kennen es eigentlich nur quasi aus der Medizingeschichte. Ja, es gibt zwar immer noch mal Tetanusfälle, auch in Deutschland, einer pro Jahr, kann man sagen, der vielleicht an Tetanus stirbt. Unter 80 Millionen jemand gesehen hätte, ist eine absolute Ausnahme. Deswegen vertrauen wir darauf, erstens, dass diese Krankheiten in der Vergangenheit eine ganze Menge Leute dahin geraten
Kraft haben. Und zweitens, dass die Einführung der Impfung dazu geführt hat, dass diese Krankheiten verschwunden sind. Und das wollte ich einfach mal wissen, ist das denn eigentlich überhaupt so? Und daran der Weise ist mir erstmal aufgefallen, es gibt auf den Webseiten der Institute gar keine wirklich großen Räume, wo man Zahlen sich downloaden könnte oder eine Grafik ansehen kann. Also ich sage das immer so, als ich bin ja im statistischen Bereich viel unterwegs. Es gibt kein Unternehmen der Welt, böses Unternehmen der Welt, das nicht mit Zeitdiagrammen arbeitet, wo man einfach eine Zeitachse hat und sieht, wie sich Kosten, Umsätze oder sonst was entwickeln. Dass Unternehmen gang und gäbe, dass sowas gemacht wird, um eine zeitliche Entwicklung darzustellen. Wie haben wir uns denn entwickelt? Ja, und sowas habe ich nicht gefunden zu den rentablen Erkrankungen. Also bin ich selbst auf die Suche gegangen und habe die Daten vom Statistischen Bundesamt mir angesehen, habe mir da die statistischen Jahresberichte seit 1977 runtergeladen. Und habe einfach mal die Zahlen in der Excel-Tabelle, das waren ja alles irgendwie uralt PDF-Dokumente, in der Excel-Tabelle abgetragen, sind so Verlauf der Todesfälle oder der gemeldeten Krankheitsfälle, wie hat er sich so verhalten? Und gerade bei den Masern sehen wir Folgendes. Beginnen im Jahr 1890, da hatten wir etwa 14.700 Masern-Tote im Jahr, im Durchschnitt, so um das Jahr 1890 rum. Dann schon ein paar tausend weniger. 1920 waren das, glaube ich, so um die 5000 nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es wieder eine kleine Spitze. Kurve quasi natürlich mit bisschen Schwankungen fiel die geklettet sozusagen permanent fiel die Kurve. Und im Jahr hatten wir nur noch 37 Masern-Tote in der BRD. Ja, 1973 ist die Impfung eingeführt worden. Jetzt kann man Folgendes konstatieren. Wir hatten 1890 14.800 Masern-Tote, im Jahr vor der Impfeinführung nur noch 37. Das heißt, der Rückgang um 0, irgendwas Prozent ist definitiv nicht auf die Masernimpfung zurückzuführen, weil die erst später eingeführt wurde. Und dann kommt die zweite Fragestellung, was waren denn nach der 70. Gibt es da in der Kurve, die ja einen permanenten Trend nach unten aufweist, einen deutlichen Knick nach unten oder eine Verstärkung der Steigung? Ja, und okay, ja, die Impfung hat einen Effekt, aber auch das sieht man nicht. Die Kurve läuft trotz Einführung der Impfung in ihrem Trend so weiter und man stellt sich die Frage, nicht der Effekt der Impfung. Er kann definitiv relativ zu den Daten ums Jahr 1900 nicht wirklich groß sein im Promillebereich. Und das hat mich so ein bisschen sehr überrascht. Erstens, dass man die Daten nirgendwo bekommen hat. Ich habe das Statistische Bundesamt wegen einiger Lücken. Es gab ja Jahre, insbesondere in der Zeit der Nationalsozialisten hat man keine Daten bekommen. Da habe ich das Statistische Bundesamt angeschrieben und gefragt, habt ihr Daten von dieser Zeit? Könnt ihr mir eine Tabelle liefern? Da hat mir das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zurückgeschrieben. Nein, leider hat das bei uns noch nie jemand gemacht. Ja, also nicht so ausgedrückt, aber das war die Quintessenz. Da war ich völlig überrascht. So eine Krankheit, die heute als Zwangsimpfung gesetzlich verankert werden soll, ja, oder wird oder ist. Da hat noch nie jemand beim Statistischen Bundesamt mal so einen Graph gemacht. Das ist völlig überraschend. Und hätte es jemand gemacht oder zumindest veröffentlicht oder würde man das auf diese Weise veröffentlichen, dann würde der ein oder andere sich doch Gedanken machen, ob diese Vielzahl an Todesfällen überhaupt wegen der Impfung zurückgegangen ist oder wegen ganz anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und welche Faktoren können da eine Rolle spielen jetzt im konkreten Fall? Das ist natürlich jetzt nie wissenschaftlich untersucht worden, weil die Behörden offenbar das Impfmantra da einfach glauben. Ich würde mal sagen, dass gewisse Fortschritt bei der Hygiene vielleicht eine Rolle spielen, vielleicht natürlich der Wohlstand, der Ernährungszustand. Ja, wir haben ja zum Glück ein bisschen Kapitalismus erlebt. Seit dem Jahr 1900, denke ich mal, ist der Wohlstand des Durchschnitts und auch der ärmeren Schichten deutlich gewachsen und der Ernährungszustand
sodass sicherlich ein ernährter Körper bei so einer Krankheit ganz anders reagiert als ein unterernährter oder wir sehen es ja auch in Afrika, da helfen selbst die Impfungen nichts, weil die Leute einfach kein sauberes Trinkwasser zum Teil haben. Du bist vielleicht in Afrika und siehst solche Zustände, weiß ich nicht. Ich war noch nie in diesen Regionen von Ärzten gelesen, die dort Hilfe leisten und so weiter. Die haben gesagt, gibt einen Arzt, den ich in Erinnerung habe, der hat geschrieben, Impfungen helfen da nichts. Wenn das Trinkwasser nicht sauber ist, infizieren sie und keine Nahrung zur Verfügung steht, infizieren sich die Leute immer wieder an diesen Erkrankungen. Und so kann man die aufheben durch die Gabe von Impfungen oder Medikamenten. Ja. Okay, jetzt ich spiele mal den Impfbefürworter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, bei Masern haben die Impfung vielleicht nichts mit dem Rückgang der Masern zu tun, aber es gibt doch bestimmt Mumps, Röteln, alles andere. Da kann man doch ganz klar Korrelationen sehen. Auch nicht. Ich habe es für einige Krankheiten gemacht, insbesondere Keuchhusten, da haben wir auf. Bei der Diphtherie beispielsweise ist es so, da ist die Impfung schon relativ früh eingeführt worden in der Weimarer Republik. 20, ich weiß nicht mehr wann genau. Und dann gehen die Fallzahlen nach dem Jahr 1925 bis so Ende des sehr stark nach oben, obwohl die Impfquoten nach oben gehen. Ja, also es ist eigentlich eher der umgekehrte Zusammenhang festzustellen, also zumindest in diesem Zeitraum. Und man muss sich die Frage stellen, ich habe dann einen Aufsatz eines Geschichtsprofessors, das war, glaube ich, in der Hannover, war das abgedruckt, der hatte geschrieben, dass aufgrund der Propaganda, so hat er das genannt, der Nazis bis zum Jahr 1939 für Diphtherie auf über 90% angestiegen sind. Wenn man das gegenüber oder miteinander verbindet, wie es ausschaut mit den Fallzahlen, dann sieht man, dass die Fallzahlen eben gerade in diesem Zeitraum, wo die Impfquoten so stark angestiegen sind, auch stark angestiegen sind, exponentiell angestiegen sind. Für mich statistisch gesehen kein Anzeichen dafür, dass die Impfung wirkt, wenn man das Gegenteil in den Daten sieht. Ja, und so ist es für viele impfpräventablen Erkrankungen. Für einige könnte man jetzt argumentieren, okay, die haben einen gewissen Beitrag, aber das Gros der Fallzahlen und auch der Todesfälle ist statistisch, Zeitraum sich ansieht, zum Beispiel seit 1900, definitiv nicht auf die Impfung zu schieben. Okay, ich habe mir hier was rausgeschrieben. Ich habe ein Video gesehen, wo einer über die Geschichte des Impfen gesprochen hat. Und da hat er gesagt, dass Napoleon damals bei seinen Feldzügen im Orient gesehen hat, dass die Sklavenhändler ihre Sklaven geimpft haben und man da im Militär nur dann die Männer aufgenommen hat. Also wahrscheinlich bei Napoleon hat man dann die Männer nur aufgenommen, die Pocken überstanden haben. Also und ja, auch Sklaven, die Pocken überstanden haben, für die hat man einen guten Preis bekommen. Also Impfen geht tatsächlich schon so weit zurück, oder was ist die Geschichte der Impfung? Ja, das geht schon wirklich sehr weit zurück, über 200 Jahre. Der hat auch solche Experimente gemacht. Einmal ist es, also ist es auch schief gegangen, ich glaube sogar bei seinem eigenen Sohn. Sagen eigentlich, und da bin ich ja eigentlich auch für, man muss sich jede Impfung einzeln ansehen. Man kann zu vielen nicht generell eine Aussage treffen, da die Pocken überhaupt keine Entscheidungsgrundlage ist, weil sie nicht empfohlen ist. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Pockenimpfstoff also verfügbar wäre in Deutschland, meines Wissens nicht, keine Zugelassung. Und deswegen muss man sich die einzelnen Erkrankungen, für die es Impfempfehlungen angibt oder für die es Impfempfehlungen gibt, ansehen und da seine Analyse machen. So habe ich es gemacht und deswegen sind also die älteren Sachen gar nicht so bekannt. Aber würdest du sagen, dass irgendeine Impfung tatsächlich sinnvoll ist, dass man da ganz klar sehen kann, okay, die wirken tatsächlich und die Impfung sollte man machen?
Gut, für die Impfstoffe, für die ich Analysen gemacht habe, Ziel dieser Analysen ist auch immer zu sehen, wie Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen, wenn ich nicht impfe, Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen oder der Nebenwirkung durch den Impfstoff. Ja, da gibt's, habe nicht nur ich gemacht, ich habe jetzt auch gelesen bei Libertas und Sanitas, die haben in ihrer Stellungnahme an die Bundestagsabgeordneten auch diese Rechnung gemacht. Bei der Masernimpfung beispielsweise, da habe ich die Zahlen noch relativ präsent, ist das Risiko, Enzephalitis, also eine Hirnentzündung, zu erleiden, der Frage Impfung etwa 12,7 Mal wahrscheinlicher als bei der Frage Nichtimpfung, aber auch nur dann, wenn man so tut, als ob die Impfung oder ob die Masernrisiko hätten. Das ist falsch. Das kann man ganz gut nachweisen. Beispielsweise, wenn man die Daten nimmt der WHO aus dem Jahr 2018, da waren 38% der Masernerkrankten geimpft, von denen man einen Impfstatus hatte. 38%, 22% davon zweimal geimpft. Für 2018, das kann man im epidemiologischen Jahrbuch des Robert-Koch-Instituts nachlesen, waren ungefähr 20% geimpft. Das bedeutet, auch die Geimpften haben ein Masernrisiko und das muss man mit einkalkulieren. Ja? Wenn sie ein Masernrisiko haben, haben sie auch ein Risiko für Gehirnentzündung, wenn sie Masern bekommen, trotz der Impfung. Und wenn man das mit einkalkuliert, kommt man eher auf Faktor 50 oder so, wo das nach meinen Berechnungen das Risiko höher ist. Nach den offiziellen Zahlen, die sind nicht erfunden oder von irgendeinem Impfgegner in die Runde posaunt worden, sondern das sind die offiziellen Zahlen, wie das Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut erhält. Ja, und das ist, das ist bei vielen Erkrankungen, für die man impft, genauso oder ähnlich zu werden. Man rechnet immer mit ein bisschen Unsicherheit, weil die Zahlen nicht genauso bekannt sind, aber man kann da verschiedene Szenarien machen, für, pro oder gegen die Impfung und sozusagen in allen Rechnungen kommt ein relativ negativer Effekt für die Impfung raus. Ja. Kann jeder einsehen, bei Libertas und Sanitas gibt es jetzt auf der Webseite eine Risiko-Nutzen-Kalkulation zur Masernimpfung und da kann man das nachlesen. Ja, was ist das für eine Seite, Libertas und Sanitas? Bitte? Was ist das für eine Seite? Libertas und Sanitas? Habe ich noch nie gehört. Das ist eigentlich ist es ein impfkritischer Verein oder ein Verein, der natürlich sich gegen die Impfpflicht ausspricht, die wirklich, die arbeiten mit den offiziellen Zahlen und die Zahlen weichen nicht so weit von meinen Berechnungen ab. Im Gegenteil, meine sind eher, also ich versuche natürlich, solche Effekte, solche Fragen zu stellen, wie wirksam ist denn eigentlich der Impfstoff? Ja, das ist auch ein Feld, was mich natürlich als Volkswirt ein bisschen, weil das in den Bereich geht, öffentliche Güter, externe Effekte und so weiter. Ja, das ist ja oft die Begründung der Befürworter staatlicher Eingriffe, weil der Markt versagt, weil es Externalitäten gibt, die andere Marktteilnehmer treffen oder bei denen einen negativen Effekt haben und in der Kalkulation der Marktteilnehmer nicht drin sind als Kosten sozusagen, die diese Externalität verursacht. Deswegen immer für mich interessant gewesen. Und die Externalitäten sind jetzt beim Thema Impfen, dass man hört ja immer diese, ja, wenn nur 95% oder nur 90% geimpft sind, dann diejenigen, die nicht geimpft sind, die können ja die anderen anstecken, deine Herdenimmunität, ist das das, worauf du ansprichst? Ja, genau. Grunde bin ich ja, um's mal ökonomisch zu formulieren, der nicht ausschließbare Konsument des öffentlichen Gutes Impfschutzes. Ja, ich profitiere aber davon, dass andere impfen. Ja? Die Frage ist zu stellen, wie groß ist dieser Effekt denn überhaupt und ist überhaupt da? Das klingt jetzt sehr krass. Ich habe es ja auch schon angedeutet mit den Fallzahlen, Masern-Todesfälle und so weiter, dass da gewisse Fragen aufkommen. Ich finde, die Diät
als Maßstab zu nehmen für eine Impfquote von 95%, wie bei den Masern beispielsweise. Man sagt, wenn 95% geimpft sind, dann rotten wir die Masern aus. Die ist zum einen sachlich falsch als Instrument des Kollektivs sozusagen. Dieses Kriterium überhaupt zu nehmen, ist falsch. Und zweitens, empirisch gibt es auch keinen sauberen Nachweis, dass es wirklich reichen oder sinnvoll sind, ja, dass diese Zahl sinnvoll ist, die 95%. Vielleicht will ich das mal ein bisschen ausführen. Warum ist es sachlich falsch? Die Herden zunächst einmal sagt, ist ein theoretisches Konstrukt, das sagt, wie hoch muss prozentual zu einer Gesamtpopulation die Zahl der oder immunen Personen sein, damit sich der Erreger nicht verbreitet. Ein Erreger, der eine höhere sogenannte Basisreproduktionszahl hat, sprich, der ist als ein anderer, der verlangt auch eine höhere Herdenimmunität. Jetzt ist es so, Herdenimmunität ist nicht gut. Das wäre nur dann so, wenn 100% der Leute, die eine Impfung erhalten, auch immun wären. Das ist erstens überhaupt nicht, jetzt auch keine. Also muss man da ganz anders rechnen. Die zweite Sache ist, wenn ich als sozusagen wohlwollender Diktator, als Staat, eine optimale Impfquote bestimmen will, dann muss ich auch immer die Risiken der Impfung mit einkalkulieren, und das steckt in der Herdenimmunität gar nicht drin. Das ist ungefähr genauso, als würde ein Unternehmer seine Produktionsentscheidungen treffen, aufgrund der Maximierung des Umsatzes ohne Berücksichtigung der Kosten. Ja, so verrückt ist das eigentlich. Jeder weiß, wenn die Kosten höher sind, hat er Lust und ist weg vom Markt. Ja. Man braucht in dieser Kennziffer, das ist wie in der Ökonomie ein Losgrößenproblem. Ja, viele kennen das vielleicht aus der Berufsschule gemacht haben oder in Wissenschaften studiert haben, Losgrößenmodelle wie zum Beispiel die optimale Bestellmenge und so weiter. Ja, es gibt immer ein Trade-off. Je mehr ich impfe, desto mehr Impfnebenwirkungen treten auf. Das ist ein Effekt, der ist negativ, wenn ich die Impfquote erhöhe. Und wenn ich sage, okay, je mehr ich impfe, desto mehr sind geschützt wegen dieser Herdenimmunität, das ist ein Effekt, der ist positiv. Und dort, wo sich die Kurve leiden, da ist das Optimum. Aber da in der Herdenimmunitätsberechnung die Nebenwirkungen fehlen, ist das sogar ein ungeeigneter Kennziffer, um zu sagen, wir brauchen 95% oder 70%. Ja? Da fehlt komplett die Betrachtung der Nebenwirkungen. Und Nebenwirkungen sind bekannt, dass Impfungen Nebenwirkungen haben. Es gibt keine, der was anderes behauptet. Also das Zweite ist, wenn man sich mal die Daten der WHO beispielsweise zieht, ich habe das gemacht für die letzten 20 Jahre, dann sieht man, der gibt wie Kasachstan beispielsweise die hohe, oder China jetzt auch die letzten Jahre, die sehr hohe Impfquoten haben, höher als wir, aber mehr Masernfälle. Dann gibt es auch Länder, die haben so gut wie gar keine Masernfälle mehr, aber deutlich niedrigere Impfquoten als wir. Also empirisch gibt es da überhaupt keinen wirklich sauberen Zusammenhang, dass man sagen könnte, 95% müssen geimpft sein, dann alles heile Welt. Ich habe jetzt, also wie gesagt, ich habe mir da sehr viele Videos angeschaut, habe mich darüber sehr viel informiert, weil das in letzter Zeit immer mehr bei mir im Freundesbekanntenkreis aufgekommen ist, das Thema. Was ich immer gesehen habe, ist erstmal, dass wenn tatsächlich Impfschäden auftreten, dass die meisten Ärzte das nicht richtig einordnen können. Und wenn dann ein Gutachten erstellt wird, dann wird es meistens immer, in den meisten Fällen wird gesagt, okay, es gibt keine Korrelation zwischen den Nebenwirkungen und der Impfung. Also das hat nichts miteinander zu tun. Und da stimmt es, dass die Sache ist, dass Impfunternehmen sind ja nicht für die Impfschäden haftbar, sondern nur der Staat. Vielleicht hat das auch damit was zu tun. Ja, also es ist da ganz klar zu sehen, es gibt
sich über Impfschäden oder Schadensverdacht einen Überblick verschaffen will, gibt es verschiedene Erfassungssysteme, also die sogenannte UAW-Datenbank bei Paul-Ehrlich-Institut. Jetzt ist es so, dass nicht jede Verdachtsmeldung vom Paul-Ehrlich untersucht wird, auf eigene Initiative, und die Pharmaunternehmen machen es ja auch nicht. Ja? Wenn so eine Verdachtsmeldung erstmal aufkommt, geht da erstmal nichts, geht in die Statistik mal ein, das ist mal schön. Der Arzt selbst, der geimpft hat, steht ja natürlich, er sagt, okay, es kommt von der Impfung, die ich vorher Ihnen, ohne Sie groß darüber aufzuklären, empfohlen habt oder ihn verabreicht habt, der Arzt schnell mal in Verruf kommt, ja, der impft einfach und die Leute kriegen Schäden davon. Das ist natürlich, da ist der Anreiz des Arztes auch nicht besonders groß. Sehen, was viele Leute nicht wissen, selbst der Verdacht, dass der Schaden oder die Reaktion mit der Impfung zu tun haben könnte, pflichtig, ja. Es wird sehr relativ wenig gemeldet, auch insbesondere aus den Reihen der Ärzte. Da gibt es Analysen zu. Die meisten Meldungen kommen tatsächlich selbst, die in diesen Datenbanken sind. Das ist sehr überraschend, aber so ist es nun mal. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es langwierige Prozesse sind. Ich habe einige jetzt mittlerweile kennengelernt, die langwierige Prozesse führen müssen, ob jetzt der Schaden mit der Impfung zusammenhängt. Das geht bis dahin. Ich habe eine Veröffentlichung vom Paul-Ehrlich-Institut gelesen zu der Sicherheit der Masernimpfstoffe, was die Meldungsdatenbanken angeht. Da haben 2013 eine Analyse rausgebracht, dass es 15 Todesfälle gibt, aber keiner dieser Todesfälle vom Paul-Ehrlich-Institut als Impfreaktion kategorisiert wurde. Also gibt es verschiedene Kategorien, wahrscheinliche Impfreaktion, mögliche Impfreaktion. Desgleichen Einsatz unten drunter steht, bei einer gewissen Zahl dieser Fälle gar keine ausreichenden Daten vorlagen und dass auch in 4 Fällen, glaube ich, die Autopsie keine gegeben haben. Ja, wenn ich aber sage, es ist keine mögliche Impfreaktion, dann sage ich, sie ist unmöglich. Ja, und wenn eine Impfreaktion unmöglich, wie kann ich sagen, eine Impfreaktion ist unmöglich mit der Impfung in Verbindung zu bringen, wenn selbst die Autopsie kein Ergebnis brachte? Ja, das ist für mich ist das die Daten schön. Okay. Ja, und das, was ich auch gelesen habe, ist, dass Ärzte im Studium überhaupt nichts groß über Impfungen erfahren oder beziehungsweise auch über die Kritik, was die Impfung angeht. Das heißt, wenn nachher ein Kind zu denen kommt, nach der Impfung irgendwie auffällig ist oder beziehungsweise öfter irgendwelche Krankheiten bekommt, da kommen wir gleich nochmal drauf, was es da für Nebenwirkungen gibt, können sie das nicht richtig erkennen und dementsprechend auch nicht melden. Ja, das ist ein großes Problem. Generell finde ich jetzt auch wieder von der theoretischen Seite her ein Grund, warum die Schulen und Universitäten staatlich sind, ist, dass eigentlichen Lehren da durchgehen oder staatskritischen Lehren da durchgehen. Ja? Und wenn der Staat diese Impfstoffe zulässt beispielsweise, dann hat er ja ein Interesse daran, dass die unter seiner Obhut stehen, nicht unbedingt Themen aufkommen oder so stark breitgedreht werden, die ihn selbst in seiner Funktion als Staat in Kritik, könnte man jetzt mal annehmen. Das ist zieht sich, ich habe einige Ärzte kennengelernt und mit ihnen schon drüber gesprochen, weniger impfkritische oder gar nicht impfkritische Ärzte. Was die zu bewegt hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, war eigentlich immer selbst eigene Erfahrung. In dem Studium heißt es, dass es die Inkubationszeit so und so lange, die Diagnose, dass das Masern ist, das mag noch sehr gut und ausführlich behandelt werden, aber welche der Impfstoff hat, wie wirken die, wie ist dieses Ganze, das ist relativ kurz gehalten, da heißt es mehr oder weniger, der Impfstoff wirkt und bitte keine Rückfragen. Ja? Ja. Das an mich herangetragen.
Ja, und für mich ist es halt immer so, ich meine, Ärzte werden immer so als Halbgötter in Weiß dargestellt. Dabei geben sie einfach nur das wieder, was sie irgendwo in einer Universität gelernt und aufgeschnappt haben, ohne das groß zu hinterfragen. Ich meine, natürlich das staatliche Gesundheitswesen, das ist natürlich halt alles auch alles durchreguliert ohne Ende, wo Ärzte nicht viel Zeit haben, das zu hinterfragen. Ja. Und natürlich, ich glaube halt, wenn man Arzt ist und sieht, okay, ich sehe ganz klar einen Zusammenhang zwischen der Impfung und Nebenwirkungen, dann ja, hat man gar keine Zeit, da irgendwie groß nachzugehen. Man weiß auch wahrscheinlich gar nicht, was man da für Anlaufstellen hat, weil ich denke mal, die ganze Fachliteratur, die wird dann nicht groß impfkritisch sein. Also um nochmal ganz kurz da einzuhaken, du hast ja auch das Argument so schön gebracht, so von wegen staatskritische Theorien werden bestimmt nicht an Universitäten gelernt. Hast du als Volkswirt von der österreichischen Schule in der Hochschule gehört? Nicht ein Wort. Also okay, ja. Im Hauptstudium hat man natürlich fließen Gedanken aus der österreichischen Schule oder nahe bei Schulen mit in die Theorien ein. Also es wird nicht nur, ich sage jetzt mal, das Falsche gelehrt, aber man hat jetzt Makroökonomik, da hat man überwiegend Keynes und Phillips-Kurve und solche Sachen. Und die österreichische Schule, es war überhaupt für mich immer gerade, das war so mein Faible, mit Mikro konnte ich gut umgehen. Das ist, also vielleicht sind wir jetzt, verlassen wir mal für einen Moment die Impfthematik, aber sagt man, Staatseingriff, sagen wir mal Steuer auf einem Wettbewerbsmarkt bringt einen Excess Burden, also einen Netto-Wohlfahrtsverlust, ja. Und plötzlich sagt man, in der Krise muss der Staat eingreifen, Defizit Spending nach Keynes, also auf Geld drucken, die Staatsausgaben erhöhen, da plötzlich redet keiner mehr von Netto-Wohlfahrtsverlust staatliche Eingriffe. Ja? Die haben ja auch bei Subventionen und dergleichen. Und das ist dann so ein bisschen, das hat immer so einen Widerspruch in mir, hat gearbeitet, weil ich das nicht vereinen konnte, diese beiden Feststellungen, und in meinen Gedankenmodellen auch niemals darüber nachgedacht hat, wie denn eigentlich die Welt, also zumindest im Studium nicht, wie die Welt ist ohne Staat. Ja. Unsere Schule war eigentlich bestenfalls in den wirtschaftshistorischen Wahlpflichtfächern mal ein kurzes Thema, aber nicht die Theorien. Und nach deiner Erfahrung, du hältst ja auch mal viele Vorträge, lernst da viele andere Eltern kennen und hörst von denen die Geschichten, wenn die mit den Ärzten gesprochen haben. Hast du das Gefühl, dass es da viele Ärzte gibt, die wirklich das, was sie in der Uni gelernt haben und das, was sie dann tatsächlich im Alltag erleben, dass sie einfach merken, okay, da ist eine Diskrepanz und dass sie dann kritisch werden und ihre eigenen Recherchen anstellen? Oder würdest du eher sagen, okay, von solchen Ärzten gibt es leider viel zu wenige? Es gibt zu wenig davon. Es gibt einige, die gibt es. Viele Nebenwirkungen, wenn sie jetzt ein paar Tage später auftreten, ja, werden gar nicht mit der Impfung in Verbindung gebracht, weil der Arzt denkt, wenn das so wäre, dann hätte man nie gesagt, ja, dann hätte man mich das gelehrt. Eigeninitiativ, vielleicht fehlen Ihnen auch da die Zeit. Ich will da überhaupt kein Urteil fällen. Mal zu gucken, wie sind denn die Statistiken? Gibt es vielleicht offizielle Zahlen auch, wann, in welchem Zeitraum noch Nebenwirkungen nach der Impfung auftreten können? Die machen die wenigsten sich Gedanken. Ja. Also es ist eher, okay, wie auch bei vielen Eltern, eine Vermeidungsstrategie in vielen Fällen auch. Okay. Ja, und ich glaube, da sieht man auch oft immer so diese Autoritätsgehorsamkeit, dass Ärzte meinen, was du gerade schon angesprochen hast, dass sie sagen, ja, wenn es da was geben würde, dann hätte ich das in der Uni doch gelernt, da muss doch irgendwo in den Ärzteblättern was stehen oder hätte mein Professor mir sagen sollen, warum habe ich davon noch nicht was erfahren? Und dass sie halt einfach sehen, okay, ich muss selbst Initiative ergreifen, mich auch mal ein bisschen alternativ informieren, das machen die wenigsten, weil sie halt einfach durch dieses Indoktrinationssystem gegangen sind, wo sie natürlich immer weniger in der Lage sind, kritisch zu denken.
Ja, das sind eigentlich genau das sind eigentlich genau der Hebel bräuchten wir. Wenn es, wie jetzt gibt es ja eine Gruppierung, die nennt sich Ärzte für die individuelle Impfentscheidung, die sich jetzt öffentlich auch gegen die Impfpflicht ausspricht, wenigstens das, ja. Teilen von den Herren und Damen, aber sie zeigen öffentlich Präsenz. Viele Ärzte, auch die kritisch sind, zeigen sie, ja, das ist ein großes Problem. Sie sind in einer Art Schweigespirale, sie wollen sich nicht unbeliebt machen und haben Angst, die Approbation zu verlieren. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Jetzt gab es ja gerade in Süddeutschland, glaube ich, gab es so einen Arzt, den die Zulassung entzogen werden sollte, und dann hat eine große Demo stattgefunden. Ich sehe gerade hier, fast 300 Menschen haben sich am Donnerstag, den 13. Februar 2020, vor der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg in Stuttgart versammelt, um für den Erhalt der Kassenzulassung des impfkritischen Arztes Dr. Med. Wolfgang Scheel zu demonstrieren. Ja. Also man sieht halt auch, dass dann wirklich Ärzte, die impfkritisch sind, ich weiß nicht, ob die sich dann öffentlich geäußert haben, ob einfach vielleicht irgendwelche Eltern das gemeldet haben, warum sie ihre Zulassung verlieren. Aber auf jeden Fall, man sieht, es gibt dann auch eine Gegenbewegung. Ja, ja, Scheel hat sich öffentlich geäußert, weil solche Leute sind begrüßenswert. Es ist natürlich so, dass in der medialen Berichterstattung oft nicht die Argumente angegriffen darüber berichtet, dass ein Impfgegnerarzt oder so, und aber welche Argumente der vorbringt, welche Nutzen-Risiken-Bewertung der Impfstoffe äußert, das wird leider nicht gebracht, der wird nicht gefragt, ja. Und dann hat man, viele Leute haben dann direkt die Konditionierung, das ist irgendwie ein Spinner oder was, ein Verrückter, ein Arzt, ein Homöopathen, Hokuspokus-Mensch. Das ist bei vielen Themen so, und wir kennen es ja auch von anderen Themen, die Experten, die werden in den Runden nicht befragt, die kommen gar nicht zu Wort. Und da ist es nicht anders. Ja, und genau das sehe ich halt auch, dass das Impfthema genauso angegangen wird wie der Klimawandel, dass es immer heißt, der ist doch ein Impfgegner, da müssen wir uns gar nicht die Argumente anhören, das ist irgendwie durchgeknallter Arzt, der sich nicht an die wissenschaftlichen Erkenntnisse hält, so die Erkenntnisse sind erdrückend und so. Letztendlich, ich höre immer wieder ähnliche Argumente, und das ist halt ja genauso eine Propaganda, die da gefahren wird, wo halt auch wirklich auch Impfkritiker angegriffen werden. Ja, es wird auch, das hatten wir auch, ich glaube, ja, das haben wir, als wir geschrieben haben, hattest du es ja auch gesagt, dass da auch, was das Impfthema angeht, immer mehr zensiert wird. Inwiefern wird da zensiert? Ich habe den letzten Teilsatz habe ich nicht verstanden. Inwiefern wird beim Impfthema zensiert, dass da irgendwie Videos bei YouTube gesperrt werden? Oder, also ich meine, beim Klimawandel ist es ja so, wenn ich ein klimawandelkritisches Video mache, dann erstmal ist es oft so, dass solche Videos, wenn man direkt danach sucht, nicht auf den ersten Seiten oder in den ersten Positionen erscheinen. Und wenn man dann draufklickt, dann ist unten drunter so eine Meldung von Wikipedia, alle Wissenschaftler sind sich einig, der Klimawandel ist menschengemacht und so weiter. Und ich denke mal, bei dem Impfthema wird das ähnlich sein, oder? Ja, da ist es in der Tat ähnlich. Es ist bei dem Impfthema, also ich denke, beim Klimawandel, da Bedrohung für viele Leute noch nicht so wirklich real, ja. Sie sehen jetzt nicht, dass irgendwo alles kaputt geht. Deswegen muss man mit Mehrheiten, Argumente hat man ja nicht. Beim Impfthema hat man einfach noch die Möglichkeit, viel mehr stark das Thema Angst zu fördern. Das ist eher so ein Pferd, Angst zu fördern vor diesen Erkrankungen. Und das funktioniert, ja. Unter Angst sind die Leute völlig paralysiert, können keine Entscheidungen treffen. Und das wird sehr stark vorangetrieben. Wenn irgendwo ein Masernausbruch ist, füllt das die Zeitung. Wir sehen es gerade bei dem Coronavirus. Zeitung noch und nöcher. Und da
kommt die Quantität so stark an, dass die impfkritischen Themen halt auch so ein bisschen unter den Tisch fallen. Ich noch keine wirklich guten Erfahrungen mit Löschungen. Ich lese schon, dass in Facebook es da Löschungen gibt von Impfthemen. Es müssen auch Webseiten zensiert worden sein, sozusagen. Aber genau kann ich das, weil ich es auch nicht überprüft habe, nicht bestätigen. Aber also man hat das Mittel, diese sogenannte Furcht-Appell-Strategie, einfach auf irgendwie einen Todesfall, also wenn wir es vielleicht nochmal kurz beim Thema haben, in Masern, an Masern Schnitt 1, vielleicht 2 Personen. Ja. Als Beispiel, laut Focus sterben 300 in Deutschland im Jahr an den kleinen Teilen eines Kugelschreibers, 400 im Essen und 1100 sterben bei Arbeitsunfällen. Da hat man mal eine Hausordnung. Ja. Die großen Krankheiten wie Krebs, da sterben 350.000 Leute. Und trotzdem versucht man diesen einen Toten oder was, den es da im Jahr, der wird so aufgebauscht in den Medien. Und das geht in den Kopf rein und nicht mehr raus. Und wenn sie beim Arzt stehen und unsicher sind, dann kommt das wieder, wird das wieder ins Gewissen gerufen, was da alles passieren kann. Trifft man einen Schnellschuss sozusagen. Und da der Schnellschuss, was gibt es denn da für Nebenwirkungen? Gibt es da klare Studien irgendwie, die sagen, okay, bei den und den Impfungen sind die und die Nebenwirkungen aufgetreten? Was kannst du dazu sagen? Also bezüglich Nebenwirkungen gibt es verschiedene Informationsquellen. Erstens sind die Fachinformationen der Impfstoffhersteller, da kann man auch nachlesen. ProQuad ist jetzt der MMRV, also der Impfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Da stehen Gehirnentzündung drin. Das ist eine Gehirnentzündung, die bis jetzt immer zum Tod geführt hat. Also all diese Nebenwirkungen stehen da drin. Ja? Teilweise nicht mit Häufigkeitsangaben, was ich an sich schon spannend finde. Andererseits kann man auf die Meldedatenbanken zurückgreifen. Da werden viele sagen, also das steht auch immer schön auf der Seite vom Paul-Ehrlich-Institut, darauf zugreift, heißt es immer, ja, das sind gemeldete Verdachtsfälle, die sind nicht bestätigt. Ja, es prüft leider keiner, ob die wirklich auf die sind. Deswegen stehen die da so. Aber es gibt auf der anderen Seite, das ist wenig bekannt, auch Schätzungen, wie hoch die Dunkelziffer denn eigentlich ist, ja. Und wenn man sagt, jetzt, was weiß ich, als Beispiel, 20 Leute haben in diesem Jahr von Impfungen eine Gehirnhautentzündung gemeldet, dann fragt man sich, ist das jetzt zu viel oder zu viel? Eine ist veröffentlicht worden, auch im Bundesgesundheitsblatt von Lasek et alias, die sagen, diese Datenbanken sind zu 95% untererfasst, ja. Welche sagen sogar zu 98% untererfasst. Das bedeutet, wenn es zu 95% untererfasst ist, muss man den Wert, sagen wir 20, eigentlich mal 20 nehmen. Weil das sind so die offiziellen Zahlen dazu. Es gibt eigentlich keine, ich habe noch keine gesehen, die nicht von der Untererfassung dieser Datenbank ausgeht. Also wir müssen sogar noch hochrechnen. Okay, man hört ja jetzt auch mal wieder von Fällen, dass wenn Kinder geimpft wurden, dass sie dann auf einmal in dem ganzen Wesen sich verändern. Da gibt es ja auch Berichte im Internet, wo Eltern sagen, okay, mein Kind war vorher total lebensfroh, hat rumgetollt ohne Ende, dann wurde es geimpft. Man hört dann oft öfter, dass Kinder irgendwie laut schreien bei der Impfung und das ist nicht nur wegen der Nadel, wegen dem Pieksen. Und dass deren ganzen Wesen sich verändert oder auch Autismusfälle hört man immer wieder. Was ist da dran? Was kannst du dazu sagen? Ja gut, es wird vieles auch mit dem Aluminium in Verbindung gebracht. Da gibt es Professoren eigentlich in aller Welt, Amerika, die da Studien gemacht haben, die davon ausgehen, dass das sind relativ hohe Mengen an Aluminium. Ich habe das mal ausgerechnet und verglichen mit den Nahrungsmitteln, keinen vernünftigen Grenzwert für die Aluminiumdosen in den Impfungen. Ja, da gibt es einfach keinen Grenzwert. Ja. Kilogramm Körpergewicht und Jahr oder Tag und so weiter, darf man so viel verabreichen. Es gibt ihn aber beispielsweise für Lebensmittel. Und wenn man den Lebensmittelgrenzwert mit den Impfdosen vergleicht und dann auch noch weiß,
dass unser Körper maximal 99% oder maximal 1% über das Essen oder das Trinken aufnimmt und 99 oder 99,9% ausscheidet. Wenn man das berücksichtigt, sind die Grenzwerte, wenn wir die selbe Strenge der Grenzwerte für Lebensmittel, auch für Impfungen ansehen, sind wir mehrere tausend Prozent überschritten. Und dieses Aluminium geht irgendwo hin. Und die Blut-Hirn-Schranke, gerade bei kleinen Kindern, sauber ausgebildet. Es gibt Vermutungen, dass da Aluminiummengen sich im Gehirn absetzen und natürlich dann neurologische Veränderungen bedingen. Der erste, also Autismus und Impfung beispielsweise, ist ja auch immer wieder diskutiert worden. Wenn man im Internet liest, bei den Behörden und auf Wikipedia oder sonst wo, dann wird immer eine 1989, die wahrscheinlich ziemlich schlecht war, gezogen und gesagt, die ist ja widerlegt. Ja? Für mich ist das eine Strohmann-Argumentation, weil in der Zwischenzeit gibt es viele andere Studien, die sehr wohl einen Zusammenhang belegen oder für wahrscheinlich halten. Das muss man ja so sagen. Bewiesen ist er nicht. Und es gibt aber auch Whistleblower beispielsweise, die gesagt haben, wir haben die statistisch signifikanten Daten nicht veröffentlicht, wir haben die Statistiken gefälscht, dass das der Risikoimpfung öffentlich nicht bestätigt wird. Ja? Und das ist natürlich ein heißes Thema. Ich habe ein Interview gesehen von dem Weltautismusorganisation. Nach seinem Austritt hat er gesagt, jetzt kann ich erstmal frei reden. Er hat auch nicht an einen Zusammenhang geglaubt, aber er hat gesehen, sie haben statistische Analysen gemacht, wo wirklich er sozusagen seine Holzfäller, er hat gesagt, ich war wie ein Holzfäller, ich wollte den Müttern nicht glauben, die Tag der Impfung war mein Kind normal, danach wurde es Autist. Und sagte, okay, wie wir dann die Staaten ausgewertet haben, hat man doch sehr wohl einen Zusammenhang gesehen. Und es gibt auch sogar Gerichtsentscheide, dass die Impfung Autismus verursacht hat, und zwar in den USA, sowohl als auch in Italien. Also ein Gericht hat entschieden, dass die Impfung Autismus verursacht hat. Ja? Und all dies kommt gar nicht durch die, da haben wir definitive Zensur. Medien lese ich berichtet, dass das sogenannte Vaccine Court, das ist sozusagen das Gericht, das über Impfschäden urteilt, dass das beschieden hat in allen Fällen, dass eine Impfung Autismus verursacht hat, steht in den US-Medien in Deutschland nirgendwo. Also komplett außerhalb der Mainstream-Presse. Wobei man muss sich das ist doch, also es wird berichtet über, was weiß ich, ein Auto fährt in Brunsbüttel in den Graben oder was, also völlig nebensächliche Themen. Etwas wird nicht berichtet, da haben wir definitiv eine Zensur. Ja, da wieder viele Parallelen zum Klimawandel, wo ja Kritiker mundtot gemacht werden, wo manipuliert wird, das hat man ja alles bei ClimateGate erfahren und wo natürlich nur dementsprechend berichtet wird, wie das dann halt auch im Narrativ reinpasst. Eine andere Sache, ich habe auch gelesen, vielleicht kannst du mir sagen, ob da was dran ist, dass Ärzte die Impfberatung nur abrechnen können, wenn sie dann tatsächlich auch impfen. Ist das so? Ja, das ist meines Wissens schon so. Es wird sogar in den, man kann sich das mal ansehen, in den Impfbroschüren der Pharmakonzerne wird damit geworben, wie viel Geld man mit Impfungen verdienen kann. Nicht so schlimm, aber der Anreiz ist anscheinend über das Einkommen da, ja, zu impfen für den Arzt. Muss man ganz sein Geld, wenn er impft. Er verdient kein Geld, wenn er eine Beratung macht und nicht geimpft wird. Dann hat er natürlich einen Anreiz zu impfen. Das muss man ganz klar sehen. Und was ich auch gelesen habe, erstmal die Krankenkassen gesetzlich zur Übernahme der Impfkosten gezwungen und bei allen anderen Medikamenten haben die Ärzte eine Budgetierung durch die Krankenkassen, aber Impfkosten sind davon ausgenommen. Das heißt, er kann also beliebig viele Impfstoffe ausgeben und natürlich auch abrechnen. Ja, das ist, ich finde, muss ich auch sagen, ich habe mich ja früher auch im Vertrauen in einer
Arzt schon weiß, was er da tut, impfen lassen, insbesondere weil es kostenlos war. Bei der Bundeswehr waren mehr Impfstoffe seinerzeit kostenlos als wenn man geht. Ja, da habe ich, das ist ein schönes Beispiel eigentlich, wie so ein System funktioniert, wenn kein Preis da ist. Ja, da hat man sich auch gar keine Gedanken mehr. Ich hätte mich wahrscheinlich SME impfen lassen, also von Zecken übertragene Erkrankung, wenn es beim Bund nicht kostenlos gewesen wäre. Natürlich schafft man damit Anreize. Ein weiteres großes Thema ist, also jetzt haben wir erstmal die Impfpflicht, aber ein großes Thema, das schreiben auch viele Leute immer bei mir in den Kommentaren und sagen, mach doch mal was über Kinderrechte. Also siehst du die Gefahr, dass wenn Eltern sich in Zukunft impfkritisch äußern oder sagen, wir weigern uns, unsere Kinder zu impfen, versuchen da irgendwie drum herum zu kommen um diese Impfpflicht, dass denen dann halt die Kinder weggenommen werden? Oder ich meine, Eltern oder Kinderrechte kann ja auch heißen, okay, die Eltern sind irgendwie Reichsbürger oder AfD-Unterstützer oder Klimawandelleugner, dass dann zum Wohle der Kinder die Kinder in staatliche Obhut kommen. Genau. Also das ist durchaus denkbar. Haben wir Kinderrechte in unserem Grundgesetz? Unser Grundgesetz schützt unsere Kinder. Unsere Kinder sind genauso geschützt wie jede Person durch unser Grundgesetz. Ja, also in Ansätzen. Man muss zwei Sachen sehen. Zum einen, wie kann denn ein Staat überhaupt entscheiden, was ein Gut ist? Ja, ein Gut ist für jede Person unterschiedlich. Für einen Anti-Alkoholiker ist Bier kein Gut, für einen Veganer ist Fleisch kein Gut, ja, sondern ein Ungut. Für mich sind Impfungen ein Ungut. Der Staat maßt sich an zu entscheiden in der Volkswirtschaft, ja, und was ein öffentliches Gut ist und wo er den Leuten aufzwingt, das zum einen, und er klaut den Leuten so nach und nach durch diese Gesetze. Wir haben es jetzt gerade bei den Impfungen eigentlich umgesetzt, finde ich. Jeder Mensch auf der Welt würde sagen, okay, mein Körper über zu bestimmen, über meine Gesundheit ist mein Naturrecht. Und das würde jeder Mensch sagen, weil auch der Mörder ja nicht gerne umgebracht werden will. Ja? Und dieses, da frage ich mich, für was wir ein Grundgesetz brauchen, wenn noch nicht mal das Recht geschützt ist und der Staat sagen kann, ich entscheide jetzt über deinen Körper, über das, was deinem Körper verabreicht wird oder nicht. Das ist auch bei den Kinderrechten. Der Staat sagt, das ist die Erziehung, das ist die Norm. Ja, er setzt die Norm für Erziehung und sagt, dieser Norm geht, der schadet dem Kindeswohl und dem entziehe ich sein Kind. Ja, ist was anderes, wenn jemand einem Kind eine Straftat antut, gerade sein Kind, was weiß ich, was macht. Das ist natürlich, aber das ist eine andere Hausnummer mit den Kinderrechten. Da wird wirklich das Elternrecht, das Naturrecht, Elternrecht, Eltern sorgen mit ihrer Liebe und ihrer Erziehung und jeder Mann, jede Frau, jede Regel ja auch ein Anreiz, seine Kinder nach bestem Wissen und Gewissen zu erziehen. Schon allein aufgrund der eigenen Nutzenkalkulation, mein Kind möglichst gut im Leben dasteht, gesund bleibt und so weiter. Das wollen auch die Impfbefürworter, ganz logisch. Und deswegen fordern die ja die Impfpflicht, weil sie haben geimpft und sie wollen dann auch von den anderen, dass die impfen. Das ist der Grund, das ist der Beweggrund. Das ist jetzt eine eigene Nutzen-Kosten-Einschätzung, eine individuelle. In Kombination mit dem Impfzwang könnte natürlich den Staat dazu verleiten zu sagen, für uns ist die Norm, das Gut, was ihr euren Kindern geben müsst, die impft. Ja, obwohl wir haben ja darüber geredet, wie die wissenschaftlichen Studien aussehen, wie die Lage eigentlich aussieht, wie die Logik dahinter aussieht. Wenn du da kann man ja alles Mögliche drunter verstehen. Ja, es ist ja gar nicht sauber definiert. Wir können ein System wie in China, Social Credit System oder sonst was einrichten und können schon sich, wenn das Kind müde zur Schule kommt, sagen, ja, die Eltern verstoßen gegen die Norm, das Kind kriegt nicht genug Schlaf oder sonst was oder guckt 2 Stunden zu viel am Tag Fernsehen. Das öffnet den Staat, den Eltern ihr Naturrecht der Erziehung zu entziehen.
Ja, jetzt beim Naturrecht, du hast es gerade schon kurz angesprochen, beim Naturrecht gibt es natürlich dann die Impfbefürworter, die sagen, ah, okay, schön und gut, natürlich hast du Recht, mit deinem Körper zu machen, was du möchtest, aber wenn du denn nicht geimpft bist, können wir uns ja bei dir anstecken. Da kommt man dann immer mit dieser, ja, wo ich eigentlich mich ganz logisch frage, wenn man doch davon ausgeht, dass man geimpft ist, dann spielt es doch keine Rolle, wenn jemand anderes nicht geimpft ist und meinetwegen dann irgendwie eine Krankheit hat, die übertragen werden kann. Er sollte ja dagegen immun sein. Deswegen rein logisch sollte dieses Argument ja schon, ist es ja eigentlich schon hanebüchen, oder? Was ist deine Ja, Meinung dazu zu also diesem es ist Argument? rein logisch hanebüchen, auch rein faktisch hanebüchen, wenn man die Kosten-Nutzen-Analyse macht, müsste eigentlich nach meinen Daten, und es gibt einfach keine andere, wenn man selbst das impffreundlichste Szenario nimmt, sind die Daten, die nicht besonders sicher sind, zugegebenermaßen, aber sprechen sich eigentlich gegen die Impfung. Selbst ein Staat, der sich jetzt hier als Leviathan positioniert oder als wohlwollender Diktator meinetwegen für die Volksgesundheit, schauen, wenn ein geschützt ist, wenn man diese kollektivistische Denkweise mal annimmt, selbst dann müsste er sich momentan gegen die Impfpflicht aussprechen, weil es auch für den Herd keine Basis gibt. Also entweder man versucht zu sagen, okay, der Staat definiert die Norm, definiert, was ein Gut ist, und er hat Recht, Punkt, aus, Ende. Sagen, der Sozialist oben, der allen anderen sagt, was sie zu tun, was sie zu lassen haben, was richtig für sie ist. Ja, wenn man selbst wenn man diese Denkweise annimmt, passen die dafür zu sagen, wir müssen die Impfquote, die jetzt auf freiwilliger Basis schon so hoch ist, wir haben ja mit zweite Masernimpfung sind wir immer Prozent die letzten Jahre gewesen, so 2,93% steigende Tendenz seit Jahren bei der Masernimpfung. Wir haben ja schon freiwillig ein Niveau erreicht, wo man sehr viel geimpft ist, und nach dieser Logik des Staates oder nach dieser Denkweise des Staates zufolge, müsste man jetzt ja eigentlich auch die Frage, bringt denn überhaupt das Anheben von 93 auf 95% überhaupt noch was? Ja, und auch dafür gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine vernünftigen Daten. Im Gegenteil, Länder, die besser geimpft sind als wir, haben mehr Masernfälle. Länder, die schlechter geimpft sind als wir, haben weniger Masernfälle. Vom Gegenteil ausgehen, dann müsste man sagen, als wohlwollender Diktator im Auftrag der Volksgesundheit muss die Impfquote senken. Okay, du sagst jetzt gerade als wohlwollender Diktator, ich glaube, das hast du, das habe ich in einem Artikel von dir gelesen, dass es vor allem immer sozialistische Regime waren, die ganz vorne dabei waren beim Durchimpfen, oder wie war das? Bitte nochmal, Entschuldigung. Wie war das? Du hast in irgendeinem Artikel hast du geschrieben, dass sozialistische Regime immer ganz vorne beim Impfen waren, dass die wirklich auch eine Impfpflicht hatten, dass alle Leute da geimpft waren. Ja. Sehen wir ganz wunderbar. Die DDR hatte, ich glaube, Impfzwang für 11 Impfungen, die BRD nicht. Und die DDR hat sich in impfpräventablen Krankheiten auch nicht besser entwickelt als die BRD, wo Impfungen freiwillig waren. Das kann man ja schön gegeneinander halten. Da gibt es keine wesentlichen, das mal in gewissen Zeiträumen. Also es ist definitiv eine sozialistische Denkweise zu sagen, die Leute, die müssen sich jetzt impfen, um andere zu schützen oder um so etwas wie das Gemeinwohl oder das Kollektivwohl oder was zu schützen. Das ist sozialistische Denkart, die Impfpflicht oder der Impfzwang ist nichts anderes als ein sozialistisches Element. Okay. Ja, lass uns noch mal langsam zum Ende kommen. Also einen Stichpunkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, das habe ich gerade irgendwann mal angesprochen. Also ich höre aus meinem Umfeld immer wieder von Müttern, die sagen, okay, ich werde schon im Kreissaal, kommen sie entweder direkt mit Impfung an oder mit diesen
was ist das, irgendwie ein Vitamin, was sie verschrieben bekommen, wo es eigentlich auch gar keine Studien gibt, dass es irgendwie wirksam ist. Da höre ich halt immer wieder, dass sie wirklich rumpelt werden, dass dann gesagt wird, okay, das wird empfohlen, dann machen sie es einfach blind, ohne es zu hinterfragen. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Naja gut, wir haben K beispielsweise und solche Sachen, haben natürlich auch solche Sachen ein bisschen hinterfragt und ich bin jetzt auch, muss ich sagen, kein Impfung oder so ab oder wir verbieten sowas natürlich, ja. Es ist eine individuelle Fragestellung, insbesondere Impfung. Man kann jetzt keine Pauschal-Empfehlungen treffen, insbesondere bei Impfungen auch nicht, weil jedes Kind anders reagiert. Es erkrankt nicht jedes Kind, es kriegt nicht jedes Kind ein Fieber, nicht jedes Kind eine Lungenentzündung oder sonst was, selbst wenn ein Zusammenhang von der Impfung sogar festgestellt wurde. Kinder reagieren unterschiedlich. Die beste Information liegt bei den Eltern und den Verwandten. Die wissen, wie hat mein Kind früher reagiert? Wie habe ich reagiert? Gibt es bei mir Faktoren? Habe ich Blutkrankheiten und so weiter? Genetische Sachen, die vielleicht bei meinem Kind auch da sind. Also diese Information hat der Staat ja nicht, wie bei allem auch, ja? Und Planwirtschaft ist informationsineffizient. Man sieht es überall. Die DDR baut Trabis und die BRD Autos mit einer wunderbaren Auswahl und keinen Wartezeiten und so weiter. Genauso ist es da auch. Der Staat kann nicht sagen, eine Schuhgröße passt allen, wir machen jetzt eine Impfung für alle und alle müssen das einfach machen, weil die individuellen Risiken sind individuell, ja, nicht gleich dem anderen. Und da ist schon der Denkfehler aus meiner Sicht, dass der Staat überhaupt so etwas wie einen Impfzwang einführt, ist individuelle Entscheidungen sein. Natürlich, wenn sich jemand drängen lässt, man kann sich auch darauf drängen lassen, eine Versicherung abzuschließen, kann ja der Versicherungsvertreter auch sagen, wir müssen einfach dazu überkommen, dass wir ein freieres System werden, wo die Eigenverantwortung wieder mehr, denn ein höheres Maß an Eigenverantwortung bringt auch gleichzeitig ein höheres Maß an Bildung mit, weil man muss sich ja bilden. Man muss sich ja bilden. Leider werden wir momentan so ein bisschen, wird uns eingetrichtert, der Staat ist unser Vater, wir sind die Kinder und der weiß schon, was wir richtig tun. Das spiegelt sich auch in solchen Sachen wieder, wenn die Leute im Kreißsaal schon so irgendwas gedrängt werden. Man kann ja sagen, nein, ja. Man muss einfach treffen und am besten selbst schauen, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, wenn der Arzt sagen wird, okay, Sie, hier haben wir Vitamin K, das sind die Leute auch eher überlegen, als wenn er sagt, hier ist Vitamin K, die Krankenkasse zahlt das ja aus dem sozialistischen Topf. Ja, das, diese ganzen Mechanismen in Kraft gesetzt, die über die Regulation des Preises eigentlich die Leute ins Gewissen rufen, sich mal Gedanken über dies oder jenes zu machen. Ein paar Beispiele in der Nachbarschaft, die machen sich die Gedanken wegen einer Fritteuse, die 100 Euro kostet. Da habt ihr den besten Marktüberblick, mein Nachbar. Kann sagen, diese Nachteile, da frage ich mich, warum soll das nicht bei Impfung gehen? Zumindest kann man eine Plausibilitätskontrolle machen. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass da vieles nicht so klar ist, wie es öffentlich verkündet wird. Ja, das könnten wir zwar schon als schönes Schlusswort nehmen, dass die Menschen sich über Fritteusen mehr informieren als über Impfungen, aber ich wollte dich noch fragen, wie du dazu gekommen bist, Vorträge über das Impfen zu halten. Wo hältst du diese Vorträge und wie ist das entstanden, dass man dich da, dass du Vorträge gibst? Ja, es ich habe einfach damit angefangen, gewisse Leute, die mir auch, also nicht bedrängt im Freundes- und Bekanntenkreis, Bedrängung will ich nicht sagen, die gesagt haben, überlegt euch das gut und so weiter und so fort. Wenn du die Daten überprüfst, dann sieht die Sache ganz anders aus. Auch Ärzte, mein bester Freund ist eine Ärztin, der habe ich ein Pamphlet geschickt,
über, was weiß ich, 35 Seiten und so weiter, wo ich die Datenlage ist. Mittlerweile sie impft, wahrscheinlich auch nicht alles weiß ich Daten drüber, aber man kann im Dialog mit ihr drehen, man kann ein Streitgespräch machen, eine Diskussion, ohne dass man sich irgendwie persönlich angreift oder angegriffen fühlt. Und so ist das eigentlich auch entstanden mit den Impfvorträgen. Mein Pamphlet, das ich damals für meine beste Freundin erarbeitet habe, das ging die Runde, haben halt welche angefragt. Ja, die haben gesagt, oh, kannst bei uns nicht mehr einen Impfvortrag halten. Ein Arbeitskollege von mir aus dem Raum Hannover, ich komme ja da aus der hat gesagt, ja, bei uns ist ein Stammtisch, die würden auch mal gern dich hören. Und so ist das eigentlich entstanden. Ja, mein Pamphlet. Einige Interessierte haben gesagt, wir müssen nicht mehr einen Vortrag halten. Also ich mache das eigentlich jetzt nicht gewerblich oder so. Also was heißt eigentlich? Ich mache das nicht gewerblich. Ich mache das in der geschlossenen Runde gerne beim Impfstammtisch oder so, im impfkritischen Stammtisch oder so. Mache ich jetzt auch wieder im Rahmen der Demo in Hannover in Runde meine Vorträge. So ist das Ganze entstanden. Okay, super. Jetzt nochmal abschließend, wer sich da wirklich unabhängig und kritisch informieren will. Du hast gerade schon mal Libertas und Sanitas angesprochen, das werden wir nochmal unten verlinken. Gibt es uns andere Seiten oder Bücher oder irgendwelche schlauen Leute, die du empfehlen würdest, wo man dann mal genauer reinschauen sollte? Ja, da gibt es viele gute Sachen, die individuelle Impfentscheidung.de ist beispielsweise eine Seite von einer Gruppe von Ärzten, die die Impffreiheit der Impfentscheidung bestärkt und jetzt auch die Verfassungsbeschwerden unterstützen will. Das ist eine sinnvolle Seite. Ist eine Seite von einem Kinderarzt, Steffen Rabe heißt der, die ich auch sehr viel zu meinen Recherchen sehr viel konsultiert habe, wo es wirklich mal, also es gibt einige Bücher, die man da lesen kann. Ich sage selbst für meinen Teil, ich habe zwar auch alles gelesen, ein paar Filme geguckt, die gibt es auch, aber ich muss sagen, der Großteil meiner Recherche ist einfach an der Quelle, ja. Und es schadet nicht für jeden mal zu gucken, wie sehen denn die Fachinformationen, die Beipackzettel sozusagen für die Impfung. Was steht denn da drin? Was sagt das Robert-Koch-Institut? Was sagt das Paul-Ehrlich-Institut? Ich habe viel gearbeitet mit der WHO. Und nicht unbedingt jetzt mit den Statements, die sind auch zum Teil richtig, ja. Aber auch mit den Daten, was sich mal die Graphen anguckt. Denken, also sich beide Seiten ansehen. Ja, die Impfbefürworter bei den Behörden kriegt man da viele Infos, die auch gut sind, ohne Frage. Und die Impfkritischen, das würde ich mal mild anfangen als Impfkritiker mit solchen Sachen wie individuelle Impfentscheidung oder Steffen Rabe oder Martin Hirte hat ein Buch geschrieben, Impfen pro und contra. Dran sollte man sich lesen und soll es gegenüberlegen, pro und contra, und dann abwägen, was man fürs Beste hält. Okay. Ja, also wie überall Eigeninitiative, selbst den Kopf einschalten, aber wie auch schon gesagt, also ich finde das beim Thema Impfen, ist genauso wie beim Klimawandel, man findet Seiten, die sagen das und dann findet man auch, es gibt auch beim Impfen solche Seiten wie klimafakten.de, die irgendwie alle Argumente von den Gegnern aufnehmen und dann entkräften und man schaut sich das an und denkt, ja, auf den ersten Blick macht das ja Sinn. Aber ja. Wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man halt einfach, dass das wirklich ja nur die halbe Wahrheit ist. Aber derjenige, der da nicht tief drin ist, der sagt natürlich auch, okay, die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das, wen glaube ich jetzt? Ne? Der hat halt gar nicht so die Kompetenz, sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, also für mich auch ich meine, okay, für mich, ich bin jetzt kein Vater oder bin jetzt irgendwie groß selbst davon betroffen. Okay, klar, ich habe mich vor 10 Jahren mal durchimpfen lassen für alle Impfungen und so, da war ich noch nicht ganz so reflektiert. Aber sogar für mich, wenn ich da jetzt einsteigen würde, einer, der grundsätzlich sehr kritisch denkt, sehr, sehr, wie soll man sagen, auch sehr viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, stehe ich da von einem riesengroßen Berg und sage, okay, hey,
das ist so ein großes Thema, da sich ranzusetzen, das ist so eine, ja, Sisyphus-Arbeit, mehr oder weniger. Ja. Und man nach stundenlanger Recherche ist man trotzdem noch nicht schlauer. Man hat nur ganz viel gelesen, Meinung gehört und man weiß nicht, welcher Seite man jetzt glauben soll. Ja, naja gut, ich finde eben auch kein Mediziner beispielsweise. Ja, man könnte jetzt sagen, ich denke, der Denkfehler, den viele Leute machen, ist, sich selbst zu unterschätzen bei dem Thema. Ich weiß, dass der Hans Holzin hat das mal schön formuliert. Man kann ja zumindest mal eine Plausibilitätskontrolle machen. Ja, also für das Thema Impfung jetzt der Hans Holzin, das ist bei anderen Themen wie Klima. Viele Leute denken immer, ich werde das eh nicht verstehen. Da sagt der eine Mediziner das, der andere in seinem Fachjargon das. Aber oft kann man schon stellen, Moment, das widerspricht sich doch, das passt so nicht zueinander. Die Argumentation oben ist, widerspricht der unten und so weiter. Man relativ schnell feststellen, wenn man es einfach mal macht. Ja, also wir sind nicht wirklich alle, spielt auch keine Rolle, welche Bildungsstand man hat. Wir sind nicht irgendwie gefangen in einem System, wo wir nicht selbst vernünftig eigene Entscheidungen zu treffen imstande sind. Wir sind alle mündige Leute. Es gibt auch gerade beim Thema Klimawandel, muss man kein Physiker sein. Man sieht schon bei der Betrachtung zum Beispiel von, sieht man, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja? Und die Argumentation, die auf etwas anderes hindeutet, die kann da nicht richtig sein. Also selbst lesen und mal reinsehen, wie sagt man so schön, Aufklärung führt den Menschen aus seiner selbstgewählten Unmündigkeit. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Björn, die Verbindung wird auch schlechter, deswegen lasst uns zum Schluss kommen. Also auch nochmal an die Zuschauer, wenn ihr zu dem Thema Impfen Fragen an Björn habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Vielleicht wird Björn so freundlich sein und dort drauf antworten. Ansonsten dir auch nochmal vielen Dank, dass du hier zu dem Interview bereit warst, dass du uns hier aufgeklärt hast. Vielen Dank an dich, Björn, und vielen Dank fürs Zuschauen an die Zuschauer. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Bis dahin.